Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Linux, Windows, Mac-Hilfe. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie unter Ubuntu 10.04 Dateien komprimieren können. Sie kennen das Problem, wenn wir Bilddateien haben, so 30, 40 Stück, dass man nicht die alle einzeln suchen muss und so, sondern dass man einfach die in einer ZIP-Datei haben möchte. Und so ein Add-on liefert GNOME oder Ubuntu schon standardmäßig mit. Das heißt, wir klicken auf Orte, persönliche Ordner, und hier haben wir unsere Videos, die wir jetzt nur markieren werden. Und wir machen einen simplen Rechtsklick, sagen komprimieren, und der Dateiname können wir noch sagen, wo es abgespeichert werden soll. Ich mache es hier mal auf dem Desktop. ZIP Datei sagen wir anlegen. Und nun haben wir eine ZIP Datei. Klicken wir drauf. Klicken wir jetzt auf ein Video, damit es dann sieht, dass es wirklich geht. Und es läuft. Funktioniert. Jetzt kann das Ganze natürlich löschen, wenn es auch nicht mehr passt. Und Sie können natürlich auch noch andere Dateien machen, beziehungsweise nicht nur ZIP, sondern auch ach, aber wenn ich das mache, dann tut er zwar was anlegen, aber jetzt Achtung, für den Dateityp A-Archiv ist keine Anwendung installiert. Das heißt, Sie müssen, und hier wählen Sie eine Anwendung, Sie müssen also eine Anwendung installieren, die das unterstützt. Das einfach nur vor, was das Disclaimer, damit Sie es wissen. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Okay.